Bereits zum vierten Mal geht der Maiskugel-Fanlauf in Kaprun über die Bühne. Geboren wurde die Idee von den Initiatoren des Hobby-Freizeitclub ASKÖ Auerhof Kaprun bereits im Jahre 2007. Die Verbindung zwischen sportlicher Veranstaltung mit wohltätigem Charakter steht hierbei im Vordergrund. Diese Veranstaltung ist dadurch zustande gekommen, dass man für die Kinderkrebshilfe was macht. Eben weil wir im ersten Jahr eine Familie in Kaprun da unterstützen haben können und dann haben wir gesagt, was ist los, man hört in der Kinderkrebshilfe gerade im Bereich Salzburg relativ wenig. Dann bin ich mit der Frau Heide Janik in Verbindung getreten und wir haben uns da eigentlich relativ schnell arrangiert. Wir haben dann eine Familie aus dem Pinzgau gefunden, denen es eben nicht so gut geht und haben dann gesagt, okay, wir möchten diese unterstützen. Und da ist, muss ich sagen, also unser Verein, der Hobby-Freizeitclub ASKÖ Auerhof, mit meinen Vorstandsmitgliedern und auch mit den Mitgliedern, also eine fantastische Organisation, die uns da voll unterstützt. Der Hobby-Freizeitclub von Kaprun blickt auf eine äußerst erfolgreiche Vergangenheit zurück und veranstaltet den Riesentorlauf am Maiskogel. Dem schlechten Wetter trotzen die rund 250 Teilnehmer dennoch nicht und liefern sich ein äußerst spektakuläres Rennen. Über 50 freiwillige Helfer stehen bei diesem Großevent zusammen und ziehen gemeinsam an einem Strang. Also der Vorstand von Maiskogel AG und das ganze Maiskogel-Team und ganz Kaprun stolz auf das Rennen, was da stattfindet und was von Köpenicher Hans von Freizeitclub FC Auerhof immer organisiert wird. Aber ihre Leistung, muss man sagen, und einzigartige Sache, was da passiert. Und wir schauen, dass wir unser Bestes dazu beitragen, vernünftige Pisten, super Verhältnisse. Wir können dafür die Sachen wünschen, dass unser Freiburger läuft immer. Unter den vielen Teilnehmern befinden sich auch einige prominente Gäste, die das Rennen noch zusätzlich unterstützen. Im Mittelpunkt des sportlichen Events steht hierbei eindeutig die Wohltätigkeit. Wenn man mit so einfachen Mitteln und mit viel Spaß helfen kann, dann ist man immer dabei, egal wie weit der Anreiseweg ist, ist auch klar. Aber im Vordergrund steht einfach die Hilfe, dass ein bisschen was zusammenkommt. Da ist, muss man einfach den Sport, ich meine, da, ja, gibt man der Ernst recht, ja. Der Sport hat uns so viel gegeben und wir haben solche ins Leben, sind da privilegiert und da muss man ein bisschen was zurückgeben. Ich rechne natürlich sehr gute Chancen aus, nachdem ich die Wirtschaftskrise getroffen hat, muss ich mir die kurze Schiene natürlich fahren, aber naja, was ich feststellen muss, es ist nach wie vor für einen guten Zweck und die Chancen stehen gut, dass wir sehr viel Geld zusammenbringen und dass wir jemandem helfen können. Bei der feierlichen Siegerehrung begleitet die Kaprunner Bürgermusik die vielen Promis, Sportler, Organisatoren und Helfer von der Talstation der Maiskogelbahnen zur Baumbahn. Hier werden unzählige Preise überreicht und auch ein Scheck in der Höhe von 2000 Euro zugunsten der Kinderkrebshilfe kann übergeben werden. So take the photographs and still frames in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dance. Ein wahrlich gelungener Event. Und so steht bereits eines fest. Der Maiskugel-Fanlauf wird auch im kommenden Jahr seine Fortsetzung finden. Das haben wir gesagt, wie der Lauf war. Lustig!